Und damit ein herzliches Willkommen zu Nitro. Dritte Woche, das heißt Power Ratings. Die weiter unten stehen, also in diesem Falle DY oder DIY. Ja, wenigstens habe ich jetzt diesmal die Partei genommen, die selbst angreift und auf die Omme kriegt. Wieso kriege ich immer die, die auf die Fresse kriegen? Irgendwas mache ich falsch. Ah, wieso muss der kurz vorm Ring zusammenbrechen? Ey, das geht doch gar nicht. Kriegt doch echt die Tür hier nicht zu. Es ist doch immer wieder dasselbe. Und da kommt er jetzt raus. So, Small Package. Entschuldigung, aber... What? Was war das denn jetzt hier für ein Crash Match? Tomasco Ciampa holt mit dem Small Package den Sieg gegen Jimmy Uso. Alter Verwalter, nee. Das gibt's nicht. Was war das denn jetzt, ey? Ein 2-Minuten-Match. Okay, 42 Punkte. Ja. Schnell zum nächsten Match. Das ging ja mal gar nicht. Unser nächstes Match steht an. Die Diven, Women's Championess, Entschuldigung. Natalya gegen Naomi gegen Nikki Cross. Tja, Nikki steht ganz unten in der Rangliste. Aber wie das Triple Threat mit Big Show und Brock Lesnar, wissen wir, dass, wenn wir die Vorarbeit leisten, dass irgendeiner Nutznießer spielt. Und Konter von Natalya. Und Naomi, die ist da so ein bisschen... ein bisschen am Eimer. Und Kopfnüsse von Nikki Cross. Und da wird sie einfach mal zum Flug rausgeschickt. Und umgeworfen. Und jetzt gibt's einen schönen Perfect Plex von Nikki Cross gegen Naomi. Nikki Cross, die dominiert hier momentan echt dieses Match. Und jetzt ist auch Nikki Cross ein bisschen... ja gut, sie hat die ganze Zeit Gas gegeben. Nee, wir erholen uns ganz normal. Es gibt keine kritische Situation, außer dass Nettie ein bisschen angeschlagen ist, aber sonst. Okay, das war jetzt ein bisschen anders geplant.
Ah, zu spät gedrückt. Das war nicht so geplant. Da sollen die sich noch ein bisschen die Köpfe einschlagen. Oh, Falcon Arrow. Auch nicht schlecht. Und Natalia, die legt jetzt hier los wie die Feuerwehr. Das wurde nix. Und Snap Suplex außerhalb des Rings. Und ein krachender Body Slam. Nettie. Unterstehe dich. Ein Dropkick in den Rücken von Nikki Cross. Eine Frau aus Schottland. Gott, was ist denn hier jetzt los mit Nettie? Am Anfang kriegt sie hier gar nichts gescheiden. Ja, natürlich ist dadurch auch der Finisher weg, weil Nettie ja vorhin so richtig nice unterbrochen hat. Und nein, das ist nicht schön. Alle Mädels jetzt angeschlagen. Nettie eigentlich noch, steht noch mit am besten da, weil sie den Plus hat. Und auch ihren Finisher voll. Und sie gewinnt gegen Naomi dieses Match. Und ich konnte praktisch nichts machen. Naja. Women's Championess hat gewonnen. Und wir kommen zum nächsten Match, wo endlich mal ein gedownloadeter Charakter dabei ist. Und wenn es sich handelt, werdet ihr gleich sehen, wenn die Person überhaupt auftaucht, wenn da nicht irgendwas passiert, weil die Gegnerin ist in einer Rivalität. Na, schauen wir mal, was passiert. Nein, es passiert nichts. Wir haben Tamina gegen Rosemary. Ja, die Rosemary. Also Mrs. DK, die gerade auf die Mütze bekommt. Gut, das Gesicht musste ich ein bisschen anpassen, weil irgendwie beim Download da gehörig was schiefgelaufen ist. Ja, da jubelt sie. Ich hätte jetzt eigentlich mehr erwartet, dass sie sich irgendwie so an den Kopf tickt oder sowas. Russian Leg Sweep von Rosemary. Ja, Konter von Tamina. Okay, warum ist plötzlich beides hintereinander auf einmal aufgeploppt ist? I don't care, I don't know, and I don't give a shit. Ein bisschen choking. Von Rosie. Jetzt gibt es einen Whip-In. Und ein Move, der vollkommen in die Buchse ging. Warum auch immer. Obwohl Tamina da einmal kurz sogar im Bild geglitscht ist. Naja. Tja, das ging mal vollends daneben. Running DDT. Ah, schöne Clothesline auch noch hinterher. Und damit sie weggestoßen.
kommt wieder ein Running DDT. Und noch ein Kick an den Kopf. Na, warum auch nicht? Rosemary kann das. Ah, ein bisschen choken. Ich frag mich, warum Rosemary gerade einen gelben Körper hat. So viel hat sie doch gar nicht abgekriegt. Und jetzt wird der Signature auch noch gekontert. Ich werde Wenn nicht nur Banane, ich werde auch noch bescheuert. So, aber wir können kontern. Oh, schon wieder gekontert. Ich werde doch bescheuert hier. Das muss doch jetzt hier hinhauen. Obwohl, es ist ein Rivals-Match. Also ich denke mal, das Spiel will, dass wir verlieren. Hab ich so das Gefühl, das Spiel will uns verlieren lassen. Jetzt kriegen wir noch einen super Kick ab. Ey, komm, Spiel, das darf nicht wahr sein jetzt, ne? Und jetzt nehmen wir sie hoch. Jau. Erst der Signature gekontert. Zweimal sogar fast. Und da ist auch noch der Finisher, Alter. Ist doch nicht mehr feierlich, ist das doch. Okay, Rosemary. Hallo, ich habe doch Comeback gedrückt. Jo, alles klar. Woher hat die überhaupt schon wieder den Finisher? Damit verstimmen wir diesem Spiel nicht. Erst so, dann wieder so. Ey, wieso hat sich jetzt schon wieder ein Finisher voll? Ich hab den doch gekontert. Ey, jetzt wird mir noch nicht mal am Anfang der Konter angezeigt. Alter, was ist denn hier los? Spiel, ernsthaft, was soll denn der Sheet? Warum krieg ich so viel Schaden? Die ist doch nicht auf 60 eingestellt. God damn it! Wieso ist die so schnell? Nur noch mal der Kick an die Schnauze. Nur noch ein bisschen Dancing. Jetzt ist er bei 7. Das wird gekonnt. Nee, wird's nicht. Ist einfach mal auf den Kopf. Ich muss nur aufpassen, dass ich gleich den Finisher von ihr einstecke, weil dann war es das. Auch wenn das Spiel das gerne so hätte. Aber was das Spiel möchte, ist mir egal. Also es probiert mich auszuboten hier. Hallo? Nein, nein, nein. Aus. Platz, Sitz. Ja, ist klar. Ist klar, da komme ich jetzt nicht mehr raus. Doch, ich komme schon. So, jetzt. So, und jetzt Red Wedding. Erst der Poison Mist, jetzt Red Wedding und jetzt ist das Ganze gelutscht. Und Rosemary gewinnt dieses Match.
Okay, was hat Rosemary davon? Die geht. Oh, Charlotte und Tamina stehen sich hier gegenüber. Vor allem da. Was? Rosemary soll egoistisch sein? Also das halte ich ja mal für ein ganz, ganz großes Gerücht. Also sie ist egoistisch und kühn. Passt schon. Kommen wir zum nächsten Match.